mitten in Berlin kann man hier scheinbar auch Skifahren gehen. Oder warum baut man hier sonst eine Seilbahn? Einzig wahre Leitner Qualität. Guckt es euch an. Das ist nur ein bisschen Schneckentempo. Normalerweise fahren die, glaube ich, zweimal so schnell. Wir bedanken uns für Ihre Schritte, Ihr Leitner-Team. Ihr Leitner-Team, ho? Ist das nicht eine schöne Aussicht hier, die ganzen Plattenbauten von Marzahn? Die einzig wahre Leitner Qualität. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wie ein Mercedes. Das war mal ein cooler Weg zu einem Alpine Coaster. Mit 9 Euro Seilbahn fahren plus Alpine Coaster ist es noch ganz bezahlbar. So, jetzt sind wir hier schon eine Runde mit der Seilbahn gedüst. Aber von der Bobbahn habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Schauen wir mal, wo die ist. Ist das eine Naturbobbahn, die stand da, ne? Ja, was auch immer eine Naturbobbahn ist. Rutsche mal da jetzt einen Schlammhügel runter mit einer Mülltüte unterm Arsch. Wahrscheinlich. Das ist für mich eine Naturbobbahn. Achtung, wir landen. Offene Tür bitte. Krasse Sache. Ach, guck mal. Da müssen wir also hin. Hacksteiner Stahl und Metall. Noch nie gehört dieser Hersteller. Ist aber der Hersteller, der jetzt mit Zierer zusammenarbeitet wohl. Oder von Zierer ist. Man weiß es nicht genau. Zierer ist ja von der Streichergruppe mittlerweile. Und vielleicht ist halt dieses Unternehmen auch Teil davon. So, da haben wir sie doch gefunden. Hier hat sie sich versteckt, die Naturbobbahn Berlin, wie sie sich nennt. Kostet 5 Euro die Fahrt oder halt 9 Euro als Kombi-Ticket mit der Seilbahn. Ah ja, das sind also die Bobs. Hört sich irgendwie achterbahnmäßig an hier, der Lift. Jawohl. Dann können wir schon starten, oder? Wenn ihr wisst, wie es geht. Einfach nach vorne drücken und fertig. Genau, und gedrückt halten. Ja, machen wir das doch. Super. Perfekt. Danke. Danke. Juhu! Ja, okay. Bremst schon sehr krass. Ist wahrscheinlich mit einer. Auch mit der Wirbelstrombremse gebremst. Der Lift hat es fast gar nicht gebraucht. Oh, boah. Ist ja noch eine Panorama-Helix. Oh, da merkt man die Physik. Man wird ordentlich ausgedrückt, wie bei der Jaguarbahn. Boah. Ja, war ganz lustig, mal so einen anderen Fabrikant zu fahren. Hat schon ein bisschen mehr so mit Achterbahntechnik zu tun als die Wiegand-Teile, würde ich sagen. So mit den Reibrädern und so.
Wie die Bremse jetzt funktioniert hat, weiß ich nicht. Das hat sich irgendwie so angehört, als würde er über die Borsten bremsen da, die Besen. Alter, was ist das für ein mit Abschuss oder was? Auch nicht schlecht. Kettenlift, etwas schneller machen. Ja, das Einhaken mit den Mitnehmern, das ist ein bisschen unsaft, aber ansonsten echt schnieke. Nicht schlecht. Allerdings hat er auch sehr gebremst. Ich nehme an, dass die Rollen irgendwie mit einer Wirbelstrombremse oder ähnlichem oder einer Fliehkraftbremse oder sowas verbunden sind und deswegen den Wagen schon daran hindern, dass es völlig abgeht. Aber trotzdem auch mal lustig, sowas zu fahren. Diese ganze Lifte hier, die sind auch irgendwie ganz lustig. Vielleicht heißt es deswegen Naturbobbahn, weil es hier der Natur angepasst ist. Schade, dass jetzt hier gerade keiner vorbeikommt. Das könnte man ganz normal von außen filmen. Danke, danke. Über die Fahrt. Ja, war lustig. Wird nur stark gebremst, hä? Ist da eine Wirbelstrombremse drin, oder? Eine Fliehkraftbremse. Fliehkraftbremse, okay. So, hier sieht man den Bob. Der hat schon viel von der Achterbahntechnik, wenn man unten sich das Fahrwerk so anguckt. Und die Anordnung der Rollen. Schon sehr Achterbahn-like. Und dann mit den Reibrädern. Ja, gut angeschnallt ist man da auf jeden Fall auch, ne? Ist auch ganz schön nett. Nur diese Mitnehmer, die sind ein bisschen hart. Highspeed war das jetzt nicht, ja, das stimmt. Ja. Treiber ist übrigens Leitner von dem Ganzen. Bekannter Skilift-Seilbahnbauer aus Südtirol.